So, da wäre das Intro fertig. Wir blenden mal über. So, hallihallo und herzlich willkommen. Und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir spielen wieder Hitman. Ich hoffe diesmal, wenn wir in die Rolle des Agent 47 schlüpfen, läuft es nicht so ruckelig wie gestern. Gestern hatten wir einiges an Soundverzögerung und Grafikprobleme. Ich hoffe, das war nur tagesformabhängig und war jetzt nur gestern so. Wir werden sehen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wenn wir zusammen wieder eine schöne Zeit haben können. Und ganz besonders freue ich mich über das Beisein der gar wunderherrlichen Stimme aus dem Off, Hallo, hallo. die wieder, ich glaube, ihre Priesterin levelt. Kurz vor 50. Ich denke, sie schafft es euch noch. Ich bin zuversichtlich. Der EP-Balken sieht auf jeden Fall gut aus, was ihr Wir von hier werden aus sehen sehen. könnt. Ja. Und wir ballern wieder Leute ab. Wie erwähnt, ich hoffe sehr, dass es heute passt, dass Ton und Bild synchron sind. Doch auch irgendwo. Einen Spielstand laden können. Gibt's ja nicht. Kann nicht sein, dass sie jedes Mal neu anfangen muss. Spielmodi, Zielorte vorgestellt. Ah, hier, Spielladen. Wer lesen können, ist gleich im Vorteil. Gut. Imbabot hatte ich auch schon erkannt. Schon in Anführungszeichen. Noch sind wir verborgen im Dickicht. Aktuell. Das haben wir gestern aufgehört. Das Witzige ist ja dieser indische Akzent, den die haben. Ist leider auf Englisch, das ganze Spiel. Also zumindest ist der Text deutsch, also das Bild quasi deutsch. Aber Audio leider englisch. I didn't get
evacuate? Are we evacuating? Oh, damn! Hey, get your fucking head in the game. I see it. Hallo? You hear me? Hello? You okay there? Are you in pain? Hey, what happened to you? Oh God, you're dead! Look at all these dead bodies! Excellent. Let's find out what kind of dress a woman like Vanya Shah wants. Shah wants a cerulean dress, 47. Perhaps you will be able to source a roll of the right fabric at the local cloth market. Wie könnte man das doch wegwerfen? Ah. So.
Stay safe. That wasn't him. No. You don't want to test my faith. Virtually not at this point. No, that's not him. No, that's not him. It looks like him, but that's not the Maelstrom. Shame, not the Maelstrom. No, that wasn't him. Forty-seven. That nose. Those eyes. That can only be Wazir Kale, the Maelstrom. Identification confirmed. Einfach mal noch von der Folge.
geht ja nicht mal in die Nebengasse. Das sind... Ah, hier. The infamous Maelstrom is dead. Very well done, 47. I don't see him. Don't let him get away! Shoot him! Trying.
Get out already. Reloading. Come on, come on. Just kill him. Aim for his ugly face. Sure thing. Ich kann gerade nicht speichern, okay? Das ist ungewöhnlich. Ich da irgendwo raus. Eigentlich würde ich es schon gern meinen Anzug wiederholen. I'll have to stop you there, sir.
Lecker Brühe. Ja, Mann. Voll gut. Voll gut und so. Hey Essential, willkommen zurück. Vorhin noch erzählt, ich hoffe, dass ich diesmal passt mit dem Ton und nicht ruckelt. Gerade unseren schicken Anzug wieder zurück und dann hauen wir ab. Zum nächsten Auftrag. Oder finden das. Hier ist er. Ich kann gerade nicht speichern, weil ich gesucht wird. Okay. Ha! Das hat doch gut funktioniert. Da sind wir wieder in unserem Ursprungsoutfit. Jetzt müssen wir einen von den Ausgängen zu verwenden. Alles klar bei dir, Essential? Green Mumbai, Clean Mumbai. Genau. Ja, es geht. Ich habe übel Kopfweh heute, so Richtung Migräne, aber es hat sich wieder gefangen.
aber Kopfweh habe ich immer noch. Und bei meiner Freundin, bei dir ist glaube ich auch scheiße kopfwehmäßig, oder? Ja. Ja, nach wie vor. EP. Das ist schon mal nicht so schlecht. Dankeschön. Ich nehme an, das gilt auch für meine Freundin. Vielen Dank, falls ich auch gemeint war. Ich kann das gerade mal optisch ausrichten. Vielen Dank, falls sie gemeint war. Meine Verehrung. Ja, Mann, Traditionsrüstung. Ha! Voll gut. Kopfschuss-EP, sehr gut. Da gab es einige. Zwei Level-Ups, cool. Dann noch doch weiter. Yes, ich habe die Silberballer gekriegt als Belohnung. Nice. Kann ich jetzt auswählen. Die war ja das, die Standardwaffe in Blood Money oder überhaupt eigentlich die Standardwaffe für einen Hitman. Und die mussten wir jetzt auf erst freischalten. Cool. Und wenn ich es jetzt nochmal spielen würde, also nochmal Mumbai spielen würde, hätte ich jetzt ein paar Verstecke, die ich freigeschaltet habe. Zum Beispiel, wo ich größere Waffen, Snipergewehr und so verstecken kann. Zum Beispiel Schuhladen oder Obdachlosenzelt. Einen neuen Startpunkt habe ich freigeschaltet. Noch einen neuen Startpunkt. Genau. Ah, jetzt gibt es innerhalb der Mission in Mumbai gibt's verschiedene Handlungsstränge, die man spielen kann. Wird jetzt hier gerade erzählt. Das können wir dann machen, um verschiedene Sachen freizuschalten, aber das überspringen wir mal. Das können wir dann immer noch zusammen mal machen, wenn... Spider-Man Homecoming! Nee, Homecoming heißt die nächste Mission. Rumänien, Brasov. According to records, this was a youth correctional facility until 1962, when the estate was overtaken by an obscure Soviet research fund, the Institute for Menschliche Bildung. Looks deserted. The place was abandoned after a fire in 89. Then, only a few weeks ago, it was acquired by an anonymous investor using cryptocurrency. It has to be Lucas Gray. He's here. Be careful, 47. The breadcrumbs were almost too easy to follow. It could be a trap. Not a trap. An invitation. You came home. I knew you would. You've come a long way, 47. And even now, you don't remember. This place. This was our prison, where Father trained us, shaped us into killers for Providence. Now, you don't remember. They ripped it out of you, wiped it away, but I do. I remember. Everything. You're a terrorist with nothing to lose. You'd say anything. Doppelkeks.
I know it's difficult. You never miss your mark or question your function, but we made a pact. You and I. Do this, and we both lose. There was an incident. That boy, he died. He lived. Because of you. Don't you remember his name? You know this. Deep down, you know. What was his name? Subject Six. Your name is Subject Six. And what is our purpose? To take them all down. Longshot. Berlin! Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. We were gonna tear it all down. The Institute. Providence. Everyone who'd ever hurt us. We failed. The partners grew paranoid, made sure that Ortmeier's children would never challenge them again. I'm the only one who got away unchanged. The only one left who remembers. Ortmeier was Providence. Everything he did to us, everything he made us do, it all leads back to them. I'm breaking more rules than I care to count, Mr. Gray. What's your play? The partners hide behind a cloak of anonymity. Only one man knows their true identities. Your client, the top controller, the one they call the Constant. He is the key. But he is untraceable. So what am I missing? A man would come to the Institute. A man with a Providence pin. The first Constant. If we find him, if he's still alive, he's our way in. You don't know who he is, but 47 does. That's what this reunion is all about. Show them. You're just gonna hand it over. Our one bargaining chip. Olivia. Fine. 47's memory was erased, irreversibly at the time. But after Ortmeier's death, his estate was acquired by the Aether Corporation. And they made an antidote. It's a long shot, I know. This is not how it works. We don't just join the revolution. ICA is neutral. We don't take sides. I hate to break it to you, lady, but neutrality is a side. It's the side of the status quo. People have died. Civilians. You align yourself with terrorists, murderers. Sometimes even monsters serve a purpose. Look. Enough. You have a choice. But I made mine a long time ago. I will finish what I started. Warte mal. Der Nachbar. Mein armes Herz. Subject 47. Most gifted of all my boys. So you're the pick of the litter. Tell me about the incident.
The subject ran away. He and another boy. The instigator was punished accordingly. As were all the neighbors. My men did what needed to be done. It won't happen again. Join your house in order, Doctor. You won't like the alternative. Unser Nachbar hat uns ein Geschenk mitgebracht. Nee, Quatsch. I remember. Moment. Warte mal. Du kannst noch so flüstern, das Mikro ist so empfindlich, man hört dich schon. Nein, ja. Ja. Jetzt musst du aber eintrinken. Ne? So. Guck mal, kennt ihr das? Prinz Schnaps. Hat unser Nachbar gerade mitgebracht. Also nicht für uns, aber. Alte Marille. 41%. Die kann was. Qualitätsspirituose aus Österreich. Wahnsinn. Aha. Cool, cool. Warte, ich mach dir frei. Und Freunde. Und Sachta. Gerade die Männer zocken. Ja, genau, wenn Juppa sagt, wir trinken ein. Ja, ja. Oh, warte nur, der Schnaps, der ist denn jetzt für dich aus. Nee, das kann ich nicht, weil das ist viel. Die Heizung ist angeht, aber das ist verdunstet. Ja, stimmt. Aber der schöne Alkohol. Ja, der gute Alkohol. Wir sind alle bis auf mein Lied für das. Das ist der Fall. Juppa 6, Sonic 2 und wir jubeln. Ah. Essential kennt es auch nicht. Also es scheint nicht so bekannt, wie du denkst. Ja. Erzähl was. Ja, wir waren bei Stiel, bei der Firma Stiel zum Nachtshopping. Stiel kommt aus meiner Heimat. Ja. Das war ich. Sind wir on, ja? Ja. Wir haben jedes Jahr einmal Nachtshoppen. Das heißt, ein Tag, und zwar der Donnerstag, da kann man von 7 Uhr morgens bis 20 Uhr abends shoppen gehen. Okay. Mit vergünstigten Preisen und ja, so Aktionspreisen. Und hast du eine geile Kettensäge gegönnt? Ja. Und ja. Ja, muss man, hallo, wenn man bei Stiel einkauft, muss man so die Kettensäge gönnen. Dann sagte auf einmal der Verkäufer, ich war mit Josef da, ne? Und ja, dann kann ich Ihnen helfen. Ja, also wir brauchen das, Hochdruckreiniger, Kettensäge, das. Und der so, okay, ihr kommt aber zurecht, ne? Wir so, ja. So am Ende, so wir waren da eine Stunde, gehen wir da hin. Und dann sagt man, und? Hast du ein Paket geschnürt? Ja. Was für ein Paket? Du hast dir doch eine Bestellung gegeben. Ja, meine Ernst. Und so, ich glaube, der dachte, wir verarschen den. Ja, dann mache ich sofort. Und dann hat er die Bettdecke zusammengebaut, den Hochdruckreiniger zusammengebaut und. Aber Hochdruckreiniger doch von Kercher, nicht von Stiel. Das hat ganz schlecht abgeschnitten im Test. Nee, der von Kercher war gar nicht mal so gut, wie sie getan haben. Ja, das war bei was anderem. Das war also bei irgendwie. Der Kercher hat richtig abgekackt beim Staubsauger. Beim Staubsauger, ja. Auch bei den Hochdruckreinigern ist er nach wie vor. Ich kann eine lustige Geschichte erzählen. Ich war mal in einem Steuerbüro und hab da gearbeitet. Mhm. Und da haben wir so einen feinen Staub vom Putz aufgesaugt. Feinstaub quasi? Ja, praktisch der von der Deck, also von der Wand runtergepurzelt ist, habe ich aufgesaugt. Ja. Da war in einem Steuerbüro. Da habe ich so einen Kercher geholt und der war wirklich eine Qualität mit 20% außer auf Tiernahrung. Ne? Praktika. Ja. Und da war alles mit Plastik. Dann habe ich aufgesaugt und guck zurück und denke nur, meh,
alles voller Nebel. Der Staub hatte sich an dem Filter vorbei in das ganze Scheiße. Boah, das war, die haben sich gefreut. Kohle bekommen, ne? Ja. So, und deswegen habe ich immer gesagt, nur Qualitätswerkzeug, sonst kaufst du zweimal. Ja. So, Stiel war einfach jetzt. Stiel hat Nilfisk aufgekauft. Aha. Das ist eine Staubsauger- und Hochdruckreiniger-Marke gewesen. Die haben die aufgekauft, weil die konkurrenzfähig waren wahrscheinlich oder nicht mehr konkurrenzfähig. Nicht mehr. Und dann hat Stiel der umgebastelt und die haben neue Pumpen dafür entwickelt und die sind top. Weil der Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Stiel-Hochdruckreinigern stimmt. Wenn du eine Mülltonne abspritzen musst oder mal gerade das Auto oder, dann reicht das völlig. Oder den Platten, das Multicar, dann reicht das. Ja. Ne? Da musst du, und wenn du immer in die Mount Rushmore reinigen willst, dann brauchst du den Kerl. Ja, oder das. Haben die ja gemacht mit den Hochdruckreinigern, Mount Rushmore geputzt, ja. Ja, aber ich sag mal, wenn du jedes Mal in die Waschstraße fährst, ne, dann sind 7 Euro weg auf vom Schumprogramm 10,99 €. Mhm. So, wenn du 25 Mal dein Auto so wächst, ist das schon raus. Das ist schon drin, ne? Und dann weißt du, das ist sauber. Und dann ist es sauber. Das war alles zu dritt gemacht. Ja, Mann. Ja. Ach, okay. Wir haben es zu dritt gemacht. Hallo, Marien Braun, ja, was geht? Wir müssen noch vorbeikommen. Wie viele Follower hast du jetzt gerade, die zugucken? Zuschauer habe ich gerade 4. Ja. Ja. Inklusive ihr. Ja, und so. Kann man dann noch nebenbei was anderes machen? Also, ich mache jetzt was anderes oder sie macht ja auch was anderes. Ja, sie macht ja, aber sie ist ja so, nicht. Aber wo ist der Livestream von ihm? In einem anderen Tab. In einem anderen Tab. Übrigens, ich hatte heute Besuch. Jetzt von der Polizei. Nee, von einer Dame. Ja. War die auch wieder zu eng, oder? Wir Männer sind dann wieder die Assis, ja. Ne? Wir sind dann die Assis. Ja. Man muss vorsichtig sein, wie man es hier formuliert, aber das kann ja vieldeutig deuten. Zu eng? Zu eng, zu eng ist zu eng. Zu eng ist zu eng. Was hat denn da? Ja. Hallo Lord Helmchen. Herzlich willkommen. Jetzt sehe ich immer, wer reinkommt, wer zuguckt. Genau. Ja, weil jetzt spannend wird. Ich weißt du, genau, Schrödi ist da. Ja, auf jeden Fall. Schon mies. Na, eine Uhr gefahren und dann wieder zurück. Ja. Ja. Hättest du mal lieber den See durchquert. Was? Schwimmenderweise. Was ist was? Messer? Was ist mein Messer? Das ist dein Messer! Das nennst du Messer? Das ist dein Messer! Der Gag ist, er hat von mir mal ein Messer bekommen, das hat ewig beim Zoll festgehangen. Das ist einfach für den Euro aus Schiller. Das ist aber richtig gleich geworden. Ich kann jetzt gerade mal groß machen, falls ihr es noch nicht kennt. Kann es sein, dass du, ja? Du hast doch eine Kaffeemaschine, ne? Ja. Die kommt am Samstag. Das ist richtig gleich geworden. 10. Ja, die kommen aber jetzt schon raus. Hab ich euch das schon gezeigt? Ich hab's euch schon gezeigt, aber es halt zu Ostern gekriegt, gell? Zu Ostern, ja. Richtig geil. Abstand. Richtig gut. Ja. Ja. Corona-konform. Ja. 1,50. Deswegen bin ich ja auch nicht im Bilde. Boah, das ist aber schön. Ja. Ja, pass auf deine Finger auf, das ist so scharf. Ja? Ja. Und oben entriegelst du es wieder. Wie heißt es? Hammer. Das Schlimme ist einfach. Mit Aufschrift. Auf der Klinge. Ach, kein Scheiß. Er operiert sich gerade damit. Nein. Bitte nicht. Das ist Rasiermesser scharf. Pass auf. Boah, krass. Ja. Ja.
Mit Aufschrift auf der Klinge. Junge. Er rasiert sich gerade die Bauchhaare. Ist das dein Ernst? Ey, das ist scharf. Boah, aber das Blöde ist, wenn du hier und dann... Ja, ist auch ein Warnhinweis dabei. Ja? Dass du den Finger rausnehmen sollst, also Abzug, bevor du es zuklappst. Sonst Finger ab. Ja. Schon geil, oder? Übrigens, da hat der Typ gemacht. Da sagt der Typ immer, bist du noch Schornsteinfeger, ne? Da dachte ich, ja. Ja, du warst noch vor 17 Jahren bei uns. Und dann dachte ich, okay. Ja, ist deine Adresse noch richtig? Und die hier war auch dabei. Geil. Auch ein Messer. Nee. Doch. Doch. Wow. Martin, warst du eigentlich heute beste Freundin morgen? Eva. Boah, nee. Ist egal. Name geleakt. Wo? Ja, du gerade. Mein. Ja. Ja. Das Bier löst die Zunge. Oh. Die coolen Geschenke finde mal ich. Ist egal, ihr verratet ihn ja nicht. Das ist cool, oder? Auch mit dem Stempel hinten drauf, mit der Prägung. Ja, meine Mama hat von mir eine Tasche, was auf die andere Tasche bekommt, sieht aus wie Schlüssel. Das ist ja auch cool. Ja, ist mir mal lieber, wenn Mami ein Messer dabei hat. Ja. Sie hat bei unserem ersten Treffen auch ein Messer dabei gehabt. Ja, in meinen Lackboot hatte ich. In deinen Boot, ja. Ein Stiefelmesser. Ja. Wisst ihr Bescheid? Ja, das erste Mal in der großen, weiten Welt. Das hätte ja voll der Schänder sein können. Ja, hast du ein Messer dabei. Das finde ich bis heute übrigens nicht. Dingsbums. Aber Lise... Kid. Ja, Brian Fogg was born in Monmouth and Monmouth and Maggie and Maggie 84. Jetzt schnappt er voll ins Nimm. Das war's. Ja. Nee, ich finde da immer gut hier diese Verscheibung. Er war lang bei geistiger Klarheit. Ja, die sind krank. Aber richtig, ich kann das mal auch was verstehen, was die ja. Ja. Richtig geil ist, habe ich einmal miterlebt, live beim Pferderennen. Wir waren ja vom Studium aus bei Exos. Ja. Und der Kommentator dort, der ist richtig krank. Richtig übel. Dass der sich da nicht 20 Mal überschlägt mit den verschiedenen Namen, weißt du? Ja, wirklich. Boah. Das ist richtig krass. Ich war jetzt bei einer Kundin, ja. Ja, sie hat am Wochenende ist sie in eine Spielothek reingegangen. Mhm. Da dachte ich, ja, das haben wir mit dem Freundeskreis auch immer gemacht. Einmal pro Monat, so sonntags um 17 Uhr, ja. In eine Spielothek. Also Spielothek heißt Casino, mhm. Mit richtig Roulette, wo das noch gespielt wird, wie in Ostende. Mhm. Da ist es ja, ich glaube, in Ostende war eins der ältesten Casinos. Kino Baden-Baden. Ja, auf jeden Fall. Das ist richtig nobel. Genau. Und dann haben wir immer uns zur Aufgabe gemacht, einmal im Monat da 50 Euro zu verballern. Ne? Okay. Essential kennst du auch, oder? Baden-Baden Casino. Du bist schon, ja, wie alt ist er? 25. Ja, 25. Muss man sowas kennen. Ja, da darfst du erst ab 21 rein. Ja. Mhm. Auf jeden Fall spielt man nicht mit Geld. Das müssen wir dazu sagen. Okay. Ja? Also man spielt nicht mit Geld überhaupt im Leben. Nein. Auf jeden Fall war das so, dass die Frau mir gesagt hat, ja, wir haben jede Woche, wir sind auch sonntags da und wir ballern immer 1000 Euro. Und dann gehen wir immer mit 1200 Euro plus raus und denken nur, das glauben sie doch selber nicht. Am Arsch gehen die da immer mit 1200 plus raus. Also ich bin bei 50 Euro, war 4 Stunden da und ich bin mit 75 rausgegangen. Das heißt... 25 Euro gewinnen. Bei mir liegen heute noch 22 Dollar in Las Vegas, die ich dort verbraten habe. Ja? Ja. Da waren wir mal in Luxemburg in so einem Casino. Das war cool. Da durftest du nur an einem Roulette-Tisch mit 5 Euro einen Spieleinsatz. Jetzt rechne mal nach. Für 20 Dollar habe ich gespielt und 22 habe ich verloren. Hm. Ja. Ja. Und du warst 4 Stunden da. Ja, warum welchen da? Du könntest nicht nach Las Vegas gehen und dann nicht, weißt du, da hatte ich mir ein Budget gesetzt.
Ja. Das waren die $20 und dann habe ich ein bisschen was gewonnen und deswegen habe ich 22 verloren, also mehr verloren als ich eingesetzt habe. Also ich habe meinen Schritt Kill in der Fritte. Da war, sagte der Typ, ja, Frittenfett ist noch nicht warm, muss irgendwie auf 185 Grad erhitzen. Mhm. Ja, musst du noch mal warten, wartest du hier, aber wir haben in einer Stunde dazu. Oder kommst du noch mal wieder? Dann sagst du, nee, da warte ich gerade. Und dann habe ich gewartet, bis der Frittenfett dann warm ist und dachte mir, 2 Euro mal in so einem Spielautomat. Oh, hör auf, so, das ist ein rotes Tuch für hier drüben. Da bin ich heute noch, den, also ich spiele gar nicht, ne? Nur da war eben, weil, weil man eben gewartet hat. Und 200 Euro gewonnen. Nee, da bin ich schon immer bekannt, der 94 Euro daraus geholt hat. Und ich habe für 2,50 Euro Fritten bestellt. Scheiße. Dabei ist dieser Typ auch in Arsch. Wenn du jetzt hier nach Schiff fährst und fragst hier so und so, genau. 92 Euro, da habe ich schon gedacht. Und die haben zugemacht und dann musste ich rausgehen. Sonst wäre ich immer weitergegangen. Ja, dann hättest du es wieder verloren. Das ist ja das übrige Zeug für dieses Video. Ich habe 20 Euro auf eine Zahl gesetzt. Und dann waren es 780 Euro. Ja. Irgendwie Metall. Wenn die Zahl kommt, dann gewinnst du richtig, ja. Und, und das war so. Das Fiese ist ja, wenn du auf eine Farbe setzt, zum Beispiel rot oder schwarz, und es kommt die Null, die ist ja grün. Und das Fiese beim amerikanischen Roulette ist, die haben ja noch die Doppel-Null. Ja, genau. Die haben zweimal grün quasi. So, ja. Ich halte nichts von online. Ne? Ich muss das sehen. Nein. Ich muss das spüren. Ich brauche das gar nicht. Das war halt nur, weil ich in Las Vegas einmal war und dann machst du das halt einmal. Aber Glücksspiel ist überhaupt nichts. Ja, ich spiele auch kein Lotto. Ja, und gehen schon kaputt hier. Was ein Scheiß. Also Leute, Sennheiser kann ich nicht empfehlen. Hier, wo ist es? Hier, geht schon kaputt. Nach 2 Jahren. Wahnsinn. Ja. Gar nicht erzählen, was die gekostet haben. Scheiße. Mehr als meine. Meine Kopfhörer sind genauso alt. Ja. Genau. Hat auf jeden Fall eine Blume gebracht. Das ist nicht gut. Entschuldigung. Corona. Mal mit dir im Livestream. Hier. Ja. 1, 2, 3, jetzt juckt es und. Wunderbar, Alter, schön. Du bist ein Vogel. Jetzt erzähle ich das so und jetzt. Also, wir sollten im Leben mehr lachen. Ja. Also, ja. Durch Corona ist alles so traurig. Wirklich. Ja. Jeden Tag einmal lachen, das ist ein verlorener Tag. Ja, Hühner? Deswegen lasse ich dich ja jeden Tag hier rein. Ja, natürlich. Gab es was Neues? Hühner? Hühner? Warst du nicht da? Nee, war ich noch nicht drüben. Nee. Pferd war ich halt beim Pferd. Echt? Ja. Das lief putzmunter wieder durch die Gegend. Ja, dann hat er auch da gut, ne? Ja, oder? Super. Richtig gut. Weil die. Ohne Namen zu nennen. Ja, ja, ja. Aber die spannen das da ein, ne? Also die, das ist ein fester Bestandteil da mit, oder? Ja, das ist ja eine Gruppe, die, ja, genau. Das kann ja da frei rumlaufen. Ja. Nicht immer Props oder sowas. Bewirtschaftet. Nicht ja, nur. Genau. Kriegt dort Futter und wird geguckt, ob es gesund ist. Ja, ich wollte jetzt meinen Wagen eintauschen gegen einen Lamborghini Gallardo. Da, ne? So, und dann hatte ich ein Angebot, den Wagen zu tauschen, 1:1. Ne? Und, ja, aber bei Porsche haben sie doch gemeint, du kriegst noch was raus. Ja, das war ja so, aber jetzt war der Lukrative, einfach zu tauschen. Aha. So, der Wagen, Friseurin. Vom Friseur mit Lamborghini. Ich darf ja keinen Namen nennen, aber dann denkt man, okay, Duisburg, Innenstadt, Friseur. Ne? Ja. Was braucht der Lambo? Was braucht ihn Lambo? Ja. Ne? So, und dann im Gegenzug noch bei der Seite etwas zu verkaufen, Chihuahuas. Ne? Und dachte nur, okay. Ja, hab ich angerufen und gesagt, ja, hier können wir machen, ne, wenn sie Interesse haben. Was bei eBay oder was? Über ein anderes Portal. Also man tauscht dann praktisch die Autos. Auf jeden Fall war das immer so lustig. Da sagt die Frau, ja, ihr braucht doch eine neue Kupplung, neue Reifen, einen neuen Service. Ja, Alter, wie ist die mit dem Ding umgegangen? Ich hätte gern 75.000 dafür. Und dann dachte man, okay,
Ah, ist ein bisschen hoch, aber ja, ja, wollen Sie dann die Differenz von 50.000 denn dann bar geben oder was? Nee, kein Interesse mehr. Sie wollte 1 zu 1 tauschen. Ja. Also 125. Ja, genau. Euro. Ja, also so kommen Sie ja nicht. Oh Mann. Was, dein Porsche ist 14 Jahre alt? 15? 12. Und immer noch 125.000, das ist für ihn geklärt. Und der eine ist, also habe ich ja nicht ganz, ja. Weniger, aber trotzdem, plus für Plus ausgeht. Ja. Und Fersen, ja. Aber immer. Ja. Ja. Am Sonntag fahre ich nach Arbeiter mit einer netten Dame. Wandern, genau. Ja, und schade, dass da die Lokalitäten nicht auf haben, weil, ja, ein Weinchen, ne, am Morgen verteilt Kummer und Sorgen. Ach ja. Kriegst du da nur rum? Klar kriegst du da nur rum. Mein Wunder war so, ich bin Maximalstufe. Halt doch den Dreck ins Maul, Junge, really. Willst du mich ärgern? Nein. Was geht ihr eigentlich immer noch zu Bett? Um 10. 10 rum. Aber der kommt meistens nicht aus dem Pushen, das dauert dann schon mal ein bisschen. Ich hab gestern nochmal nach langem Mikado gespielt. Mikado? Ja, okay. Kennt man das noch? Ja, ja. Gewackelt! Gewackelt. Ja, gar nicht gewackelt. Gewackelt! Kennst du Beamten-Mikado, der sich zum erst bewegt hat von oben? Ja, 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 klar. Ja. Aber, das war schon cool. Mikado nochmal. Ich habe gegen eine 6-Jährige verloren. Weil ich wusste nicht, dass ein Stäbchen. Weil du mit der Stange gewackelt hast. Ja. Nein, mit einer 6-Jährigen. Ja, deswegen hast du ja verloren, sonst hättest du ja gewonnen. Ja, der lacht. Ja. Das darfst du nicht mehr. Ich darf machen, was ich will. Mini, weißt du, dein Ernst, das hat meine Freundin erfunden, das dürfte nicht mehr verwenden. Dein Ernst. Also die Freundin. War noch die Ghetto-Tante da. Oh, das ist jetzt schon. Ja, durch diese Desinfiziererei meiner armen Hände. Ja. Achso, nee, ich fand es an. Ja. Ne, ist schon eingezogen. Aber warum hat man das in China? Warum nicht? Weil es einen Euro gekostet hat. Ja, aber wo muss man und das ist so scharf. Warum ich das, glaube ich, gefunden? Jetzt fragt man sich, wie scharf. Nein, mit den niedrigen Lohnkosten. Geht alles über Menge und Lohnkosten. Jawohl. Die machen da Millionen davon. Und aber nicht maschinell, sondern hier. Ja. Kinderwahns. Ich hab noch eins, das kann ich probieren. Oh, ich habe noch eins an meiner PlayStation 4. Oh, hast du eine? Mhm. Ja, also ich wollte jetzt die 5 bestellen, aber die ist ausverkauft bis 1.1. Ja, dann hast du noch die Chance, dass das nur am 15.1. dir zugesandt wird. Ja. So, und die Xbox, komischerweise. Ja, weil die keiner will. Wer will eine Xbox? Ja, wer will eine Xbox, korrekt. Das ist rausgeworfenes Geld. Wirklich. Vor allem haben sie es ja jetzt endlich so gemacht, dass du endlich PS4-Spiele jetzt auch auf der PS5 spielen kannst. Das ging ja bislang nicht, dass die Vorgängerversion. Moment, wo? Bei der PS5 haben sie es jetzt endlich so gemacht, dass. Wieder gemacht, weil bei der 2 konntest du ja. Ja, echt, ja. Okay. Ja, bei der 2 ging. Aber die 3er-Spiele und die 2er-Spiele und die 1er-Spiele gingen ja nicht auf der 4er. Und jetzt haben sie es so gemacht, dass du die alten Spiele dort auch spielst. Alle? Nee, die von der PS4. Tekken war schon cool. Ja. Hab sogar ich gespielt, obwohl das gar nicht so mein
Round Shoulders. Fucked. Ja. You fucked up. Und schon diese Knöpfe, wenn da in der Mitte dieses Ding aufgeknallt ist, also um die CD reinzulegen, und dann kam der Playstation-Zeichen. Ah, das war wie ein Feuerwerk der Gefühle. Bei Mortal Kombat hast du das, dass du beleidigt bist. You suck. Ja, genau. So war das. Ah, da werden Kindererinnerungen wach. Ja. Da hat der damals, der Benny Ebert mit meinem Bruder, die waren am Gymnasium und die haben gespielt bei mir bis zum Gehtnichtmehr, weil ich die einzige Playstation hier im Umkreis hatte. Weil Erscheinungsdienst erwischt man alles. Ne? Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall war das so, dass ich die hatte und die hatten dann Freistunden und dann sind die einfach mit dem Bus von deren Schule zurückgefahren zu meiner Bude, Mutter hat die reingelassen und haben die gezockt. Ne? Und nachher wurde dieser Kerl Fußballspieler bei Alemannia Aachen. Da habe ich gesagt, so, jetzt gibst du mal Karten her. Du hast ja bei mir oft genug gezockt. Genau. Du hast und dann hat er sich mit einer Paintball-Pistole das Auge ausgeschossen. Und dann war die Profikarriere vorbei. Dann war nichts mehr mit Fokussieren und Zielen. Dann hat er gesagt, hier, die Kugel hängt fest. Meinst du, was das an Druck gibt? Ja. Meinst du, was das weh tut? Ja. Also da denkst du doch wirklich nur... Scheiße, ein Auge weniger. Wenn du es nochmal machst, guck du dich nicht mehr an. Ja. Ja. Wenn man geweckt ist, ist man wach. Ja. Ja. Nachts ist kälter als draußen. Ja. Ja. Auf jeden Fall bin ich mit meinem Einkauf alles zufrieden. Schön. Das war eigentlich auch sinnlos, weil ich schon alles hab. Aber. Ach. Stiel kann man nie genug haben. Schön ist jetzt. Sägen mit Stiel. Ja. Da habe ich mal einen Blattlaubhaker, muss man, der Josef hat den auch gekauft, ne? Ja. Von Wolfgarten, ne? Da gibt es so Steckverbindungen, ja. So für Laub zu haken, mhm. Und einen Stiel, 8,99 € kostet der Stiel. Stiel von Stiel? Nee, kostet der Stiel, und dann 8,99 € kostet dieses Rechending, ne? Für Laub. Ja. So, und ich habe für den Holzstiel 6,70 € bezahlt und für den Rechen 12 €. Ja. So, und das Ding, da werde ich ja ewig haben. Ja. Du hast ein schönes Shirt an. Mein Papa hat noch eine alte Sense. Oh, ja, wir auch. So, so richtig aus Holz und die schleift immer mit dem Wettstein. Also jetzt nicht mehr, wir hatten ein großes Gartenstück, da hat er immer mit der Sense das Gras geschnitten. Also ich habe noch nie einen Mann gesehen, wo das Herz aufgeht, wenn man mit dem Traktor rumfährt. So wie bei meinem Papa. Ja. Der kommt ja aus der Landwirtschaftsfamilie. Ja, aber hast du das Gesicht gesehen? Ja. Der mitgefahren ist, ja. Mit Red. Das war schon cool. Ja. Im Porsche-Traktor. Ja, habe ich auch von ihr gekriegt, das T-Shirt. Ja, das cool. Die ganzen coolen Sachen sind von ihr. Ja, krass. Ja, ja, das ist schön. Sie ist heute als Inderin unterwegs, deswegen hat sie ja, wo? Ja, ja. Boah, also vorgestern war ich, dabei. Also ich wusste ja nicht, dass Wein erben so einhaut. Was, Wein erben? Erben. Ach, Erben, Erben, ja. Ja. Qualität. Nein, für Kenner trinken Württemberger, Württemberger Wein. Ja? Ja. Du hast noch nie eine Flasche mitgebracht. Doch, nur dir noch nicht. Oh. Was ist eigentlich mit deinem Bier? Ging alles an Adam. Die Mama. Ja, ich krieg von deinen Eltern ja permanent Wein. Ja. Echt? Haben wir nicht sogar noch Wein da? Mit Sicherheit. Ich glaub, hey, Moment. Moment. Viel Spaß beim Suchen, Junge. Warte schnell so. Ich guck mal beim Altvorrat neben dem Gefrierschrank. Was machst du jetzt? Das wäre mein Tipp. Mein AK-Bildschirm. Was heißt AK? Away from Keyboard.
Nicht an der Tastatur. Okay. Ich hab dir doch gerade gesagt, neben dem Gefrierschrank beim Altvorrat. Hören Sie mir zu. Begeben Sie sich nach oben und gucken Sie doch. Jawohl. Redest du auch mit deinen Angehörigen so? Morgens. Angehörigen so? Im Sinne von Mitarbeitern? Ja. Würde man das kopieren, diese Form da? Manchmal. Ja, ne? Ja. Aber ja. Kommt drauf an. Wie sie, also wenn sie mich zanken, dann auch so, ja. Wenn sie lieb sind, dann kann ich auch nochmal mit ihnen reden. Das Komische ist, das, was du da stehen hast, haben wir heute auch getrunken. Dann sagte der Junge, wie kann man das trinken? Dann hat er gesagt, ich würde nur hören, der das ist geil. Was ist das? Pepsi Max Vanilla. Aber du hast ja, das ist ja eigentlich schon Vanille-Cook. Ja, ja. Aber du hast diese Soda-Stream. Ja, ja, nee, wir kaufen hier, wenn es so Cherry und Vanilla im Angebot gibt. Ah, okay. Kaufen wir das schon mal. Hör mal, jetzt gibt's Cola Zimt. Bah. Ja. Ja, hab ich auch gesagt. Bah, Schmutz. Ja gut, ich kann Zimt eh nicht leiden, mal abgesehen davon. Wo bin ich hier? Ist das hier, Skiller? Das ist ein richtig teures Teil, ist das. 2013 und Riesen im Kabinett. Bitteschön. Nee, den Schirm dann eh nicht. Das denn nicht? So, jetzt bist du wieder an der Tastatur. Genau. Wenn ich's find. Prädikat. Och, den gute Drehverschluss. Der gute Drehverschluss, ja. Ja, ich hab gerade eben aus Versehen von Julia Köpfer, der Bruder, angerufen. Mhm. Da hab ich gedacht, hey, hör mal, kann ich mir am Samstag einen langen Bogen holen? Dominik. Hier ist Stefan Klöckner. Stefan. Wer ist da? Stefan. Ach so, okay. Nee, ich wollte dich gar nicht anrufen. wie geht's dir denn? Vielleicht hat der ein Bohrer für dich einfach mal nach. Ist das eigentlich die Zurück in die Zukunft Gedenkunterhose? Kevin Klein? Ja. Weißt du nicht mehr? Zurück in die Zukunft, Teil 1. Wie ich nicht nach 2020. ja, der wusste warum. Ja. Der hat doch auch eine Calvin Klein und Hose an. Ja, hab ich ja dann auch so genannt. Haben sie ihn so genannt, ja. Calvin Klein. Boah, Junge, wie ist der so? Nein, der hatte eine Unterhose an von Calvin Klein und sie hat es doch dann gelesen. Ja, genau. Auf der Unterhose steht auch dein Name. Calvin Klein. Ja, genau. Das gab's ja da noch nicht, 1955. Ja. Genau. Und da war der aber ja schon geboren. Hä? Hä? Hey. Er trifft ja seine Mutter. Er trifft seine Mutter doch. Ja, genau. Ja. Hey. Champagne. Ja. Komm, Lazy Boy. Übergib mal. Das hallo. Ich kann dir auch laufen. Ja, ja, probier mal. Weißt du, jetzt mit einer Flasche raus, ist das der Schwamm, das Sättigungsgefühl? Schwamm? Nein. Nee. So, Vitamin B. Nee, ja. Oh, ich bei der Frau. Weil ich habe ja den Nerv kaputt, deswegen. Kannst du jetzt alles bei YouTube nochmal angucken? Da gibt es einen Dialog. Gerne. Ja. Ich küsse mir jeden Abend vor dem Schlafengehen die Oberarme. Ach, ich dachte die Eichel. Au. War das kann. War das kann. Und Plotwist, er muss sich gar nicht groß verrenken dafür. Er muss nur. Hey, danke für das Kopfschmerz. Also können wir theoretisch mit deinen Dingen Corona-Abstand einhalten. Ja. 1,50, das ist seine, das ist seine 2 Meter Messlatte. Ja, ja, genau. Jetzt ist es schlüpfrig hier. Ja. Hast du nur an den Magen gerochen, oder? Wir haben richtig gut hier eingeglüht. Oh. Wahnsinn. Mach es gut. Rein. Ja, wir ja, können machen. Du auch. Ja. Den haben wir aber für mich, oder was?
Der war als Flaschenöffner gedacht. Wo haben wir den mit? Ich glaube beim Baumarkt. Nee, den haben wir gleich vom Baumarkt mit. Das ist nicht der vom Papa. Nee. Martin, ich werde dich in meinen Abendgebeten mit einbeziehen. Das ist schön. Küss die Eiche. Ciao. Küsschen aufs Nüsschen. Ja. Und so kannst du den Stream direkt beenden. Einfach unkommentiert stehen lassen. Das ist das Beste. So, das war's. Ich sage dazu nichts. Auf Wiedersehen. Ja, ich starte jetzt noch kurz die neue Mission, dann speichere ich das ab und dann. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass weil, ich endlich Level 50 bin? Ja, hast du. Und ich habe es auch kommentiert. Ja. Mit einem Glückwunsch. weil ihr seid ja wegen Hitman hier und jetzt starten wir noch die neue Mission kurz. Starten uns aus und dann schicke ich euch weiter, wahrscheinlich zu Razor, wenn er noch da ist. Seid ihr noch da? Essential, bist du noch da? Alle Abend. Nein, das glaube ich nicht. So. Zwischensequenz, bla bla. Hier. Gentlemen, let's go over the plan. The first constant is none other than Janus, the legendary Cold War spymaster, a KGB senior officer and head of the 6th Column Special Branch at Lubyanka. Janus is a certified genius and expert of counterintelligence. He retired from the KGB in 1988 when he fell out of favor with the Kremlin and defected to the US. Shortly after, the Soviet Union collapsed. Now, it is unclear when Janus stepped down as the constant, but since 2004, he has been a resident of a quiet community in suburban Vermont. Mr. Gray. Right. So here's the catch. No! As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus, make Providence think he was the real Shadow Client. Correct. I will file a false ICA report, claiming to have traced a number of calls from Janus's house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Gray was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia once and for all. Oh shit, so this subterfuge to work. You'll also need to deal with Janus's security detail. A Providence herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive, and we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Da gibt es so eine ähnliche Mission. Mit den CIA-Agenten oder was, die das Haus schützen. Vorstadtanzug, meinst du? Ich starte mal ganz klassisch hier. Gut, ich gehe mal einmal rein in die Mission, in den Auftrag und dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Also speichern direkt, dann gucken wir uns ein bisschen um und dann
Whittleton Creek, Vermont. On the surface, a picture-perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees, and verdant lawns. Most residents here are white-collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Janus's unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former Constant rarely leaves the property. Nolan Cassidy, on the other hand, roams the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Herald, is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. So get in there and find us a lead. Good luck, 47. Ich glaube, das speichert automatisch ab. So, schauen wir uns mal ein bisschen um und dann unterbrechen wir hier zeitnah. Das scheint eine relativ große Karte zu sein. I have marked your map with several points of interest. We're running this mission with very little upfront intel, but these locations could provide clues to help you obtain the information we need. Good luck. Da ist die Zielperson. That is Nolan Cassidy. Former Secret Service agent and current Providence Herald, Cassidy is assigned to protect Janus. Roger, Command. Nothing tangible yet. Still looking. Will do. Out.
nothing at my position. Okay, shit just got... Okay, eine Zielperson haben wir schon erledigt. Dann speichern wir gerade mal zwischen und dann geht es hier das nächste Mal weiter. Gut. Ach, hallo Papa und vielleicht auch Mama. Wir sind jetzt gerade dabei, für heute den Sack zuzumachen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bisher. Essential, vielen Dank fürs Moderieren, fürs auf den Chat achten, falls du noch hier bist. Ich würde mich freuen, wenn du noch kurz hier bleibst für den Raid. Ansonsten sage ich auf jeden Fall schon mal Ciao mit V. Auch an die Rundfunkanstalt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Danke, dass ihr trotzdem hier geblieben seid, obwohl es heute eigentlich mehr Just Chatting war. Oder der Nachbarbesuch ja dazwischen kam halt. Aber sowas ist ja eigentlich auch immer ganz lustig und genau. Gut. Wie immer an dieser Stelle verweise ich euch auch diesmal auf meinen YouTube-Kanal. Dort gelangt ihr am schnellsten hin, wenn ihr einfach hier runter scrollt und aufs YouTube-Panel klickt. Du Röhre steht drauf für YouTube. Und dort werde ich wie immer das Video vom Stream hochladen. Ich freue mich sehr über eure Kommentare. Schreibt gerne rein, was euch gefallen hat. Schreibt aber bitte auch rein, was ihr gerne mal sehen wollt hier im Spiel. Wie ich eurer Meinung nach oder euren Wünschen nach am besten mal vorgehen soll, ob ich meine Mission wiederholen soll nach euren Vorgaben, dann können wir das umsetzen und das macht dann sicherlich auch Spaß. Genau. Ich freue mich auch, wenn ihr dem Video ein Däumchen hoch gebt oder mir auf YouTube ein gratis Abo da lasst. Der Weg zu den 1000 Abonnenten will ja beschritten werden, wenn auch langsam. Genau. So, jetzt gucken wir mal, wer noch oder schon online ist, wenn wir raiden können. Ob Razer noch online ist, der spielt Super Mario, glaube ich, heute. Oder spielt er inzwischen Among Us? Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Dum, badum, bum, bum. Nein, Razer streamt nicht mehr.
Dann schicke ich euch rüber zu der guten Julia. Die malt eigentlich hauptsächlich. Ist auch Illustrator. Spielt aber gerade Phasmophobia. Die Angst vor gestern. Ja, hatte ich mal mich verlesen. Ich wünsche euch viel Spaß dort. Lasst bitte auf jeden Fall einen Gruß von mir da. Und wenn euch gefällt, was ihr dort seht, wovon ich ausgehe, weil sie macht das immer ganz vorzüglich, dann lasst ihr doch bitte auch ein Follow da, wenn ihr es noch nicht habt. Das freut sie ganz bestimmt. Und ich sage dann schon mal tschö und bis zum nächsten Mal, was dann morgen wahrscheinlich nicht Mittag sein wird. Wir sind morgen bei Freunden bei Umzug helfen. Und ja, spätabends, wenn überhaupt, oder Schatz? Gibt es denn wieder einen Stream? Aber ich denke so, um 8 werden wir schon wieder daheim sein, oder? Hallo? Um 8 werden wir schon wieder daheim sein, oder morgen? Keine Ahnung. Ja, plus minus, so gegen 8. Peilen wir mal an. Wahrscheinlich wird es dann wieder Hitman geben. Ich bin gerade im Hitman-Fieber. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinschaut, wenn wir zusammen wieder eine schöne Zeit haben können. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, schlaft jetzt dann gleich gut und ich sag tschö mit Ö, euer Imbabär.